Grüß euch beieinander. Um was geht's heute? Um euch Idioten. Ja, anders da kann ich es nicht sagen. Ja, mag sich jetzt einer vielleicht zu Unrecht als Idiot betitelt fühlen, aber nachdem ich heute auf Facebook so seitlich, wisst ihr, da steht immer Werbung und auch Werbung für Facebook-internes Seite gesehen habe, auf der dann, wie gesagt, die den Titel hatte, wir wollen Gutenberg zurück. Da kann ich nicht anders, dass ich sage, was für Idioten sind das? Der Mann ist Betrüger. Der hat es gezeigt. Ja? Nur seine politischen Freunde haben ihm wahrscheinlich dabei geholfen, dass er mit 20.000 Euro aus der Sache rausgekommen ist, ohne dass er vorbestraft ist. Aber das, die Uni in Bayreuth hat es klar und deutlich als erwiesen angesehen. Der Mann hat beschissen, indem er Sachen anderer Leute kopiert hat, indem er anderer Leute Arbeit als seine eigene ausgegeben hat. Wie viel? Zum Teil zu 80%? Ja? Das Gericht? Ja, da waren wahrscheinlich irgendwelche Späßeln oder was, oder ja, CDU-nahe Richter, die dann gesagt haben, mein Gott, soll er 20.000 Euro zahlen? Dann stellen wir das Verfahren ein, sozusagen. Ja? Gut, da rege ich mich jetzt gar nicht einmal so drüber auf. Wo man sich aber wirklich drüber aufregen könnte, sind die 505.000 Idioten, die geklickt haben, gefällt mir. Mir gefällt das nicht. Das zeigt nur, was für Leute, Bildleser, Troglodyten, ja, Affen in dem Land wohnen. Irgendwann fangt es wieder an mit Scheiße zum Werfen, so blöd seid ihr. So wie es die Schimpansen machen. Die werfen auch mit ihrer eigenen Scheiße durch die Gegend. Und so weit wird es noch kommen, dass sie das auch macht. Der Mann hat eindeutig überhaupt keine Berechtigung mehr in der Politik zu sein. Aber ihr wollt ihn zurück. Wieso? Weil er so viel Geld hat, dass er sich nicht bestechen lassen muss. Je mehr Geld das sie haben, desto gieriger werden's. Checkt's das einmal. Sucht euch lieber Politiker, die wo sagen, ich selber war schon so weit unten. Ich komme von der Schicht. Ich möchte für diese Schicht in der Gesellschaft was verändern. Zum Positiven. Nicht nur für meine Freunde ganz oben in der Wirtschaft. Ja, sondern ich möchte was für das Volk verändern. Aber da seid ihr blöd dazu, dass dann solche Leute im Endeffekt wählt. Ihr wählt dann lieber die, die euch sozusagen, ja, wie in der Zeitung das schöne Leben vorspielen. Ja? Was meint ihr, warum Werbung so gut funktioniert? Warum in der Werbung nur schöne Menschen rumlaufen, die neue Autos fahren, die wunderbare Häuser haben, die in Urlaub fahren können auf die Seychellen, ja, den ganzen Tag Bacardi saufen, ohne ein Gramm zuzunehmen? Weil das Illusion ist. Aber ihr glaubt's dran, weil ihr ganz gern auch das haben wollt. Aber werdet realistisch, Leute. Das Leben ist nicht so. Man kann nicht den ganzen Tag Bacardi saufen, ohne dass man zunimmt. Man kann nicht Urlaub auf den Seychellen machen, wenn man das Geld nicht dafür hat. Und warum habt ihr das Geld nicht? Weil es so Politiker gibt, die sich einen Scheißdreck drum kümmern, die ihr im Endeffekt wählt, die aber dann sich sagen, na und, was soll's? Ich scheiß auf das Volk. Die sind eh so blöd und wählen mich jetzt mal wieder. Deshalb werde ich zur Piratenpartei gehen. Und wir versuchen dort was zu verändern. Für euch. Nicht für mich alleine. Ich bin da nicht so egoistisch. Ich möchte für euch alle was verändern, damit es euch besser geht. Ich möchte, dass der Staat stabil ist und dass in diesem Staat Leute wohnen, die alle miteinander eine Chance haben. Versteht ihr das? Eine Chance, auch ein bisschen mehr zu haben, ein schönes Leben zu haben, sich wirklich leisten zu können, was sie sich wollen. Aber was wählt ihr? Leute, die überhaupt keine Ahnung nicht haben, wie das ist, kein Geld zu haben. Und deshalb auch auf euch scheißen, weil sie sagen, das ist unser Nutzvieh. Die arbeiten ja für uns. Sorry, dass ich jetzt so grantig geworden bin. Wer sich angesprochen fühlt, sollte mal drüber nachdenken, ob es nicht wirklich so ist. Wer das Ganze ungefähr teilt, ja, der sollte auch meiner Meinung nach sich politisch irgendwo engagieren. Es ist egal, wo er sich engagiert. Er sollte sich irgendwo engagieren und vor allem, er sollte aufhören zu glotzen und alles zu glauben, was in der Zeitung steht und was im Fernsehen gesagt wird, sondern er sollte sich wirklich mit den Dingen beschäftigen und sollte mal sein Gehirn einschalten. Tja, das war's dann für heute.
Kurz, aber heftig. Kommentare könntest du wie immer unten hinterlassen. Ne? Was gibt es sonst noch zu sagen? Nichts mehr. Es ist Freitag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Nächste Woche habe ich dann wieder Sendung. Zweimal Montag und Dienstag. Jeweils von 18 bis 20 Uhr. 17. und 18. und 19. 6. Ich wünsche euch viel Spaß dann damit, wenn ihr zuhören wollt. Natürlich auf www.lohr2010.de. Gut. Jetzt bin ich dann schon langsam fertig. So wie meine Gesatzler gesagt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.